Servus, Leute, willkommen zu Let's Play Goodbye Deponia. Servus. Ja, ich bin jetzt wieder da. Ich habe ein bisschen jetzt rumprobiert und ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Endlich weiß ich es. Mensch. Nicht der. Der. So. Ich weiß natürlich offline schon ein bisschen Bescheid. Hab nur ein bisschen. Ich habe eben alles ausprobiert, alles Mögliche. Das wollte alles nicht. Und dann dachte ich mir... Wie mache ich das? Wie mache ich das? Das Ganze einfach geben den Schraubenzieher und seinen Freund Cletus. Keine Ahnung wieso. Wie man drauf kommt. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser! Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Ah. Oh. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Mensch, jetzt macht es ja alles auch Sinn. Jetzt macht es ja alles einen Sinn. Mensch. Jetzt weiß ich, was ich auch wieder jetzt zu tun habe. Ich habe nur bis diese eine Stelle wirklich dann dachte ich, so. So, und jetzt geht's einfach gut. Jetzt, wenn wir den Spaß in unserem Leben haben. Unser Leben, ja, das ist ein ganz tolles Deutsch von mir mal wieder. Nein, wir haben jetzt Spaß. Keine Sorge. Der kriegt jetzt richtig voll eine rein. Hey. Hey, stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen. Und das musst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Toll! Oh Mann! Naja, wir haben ein Seil. Wir haben den Bandwurm. Haben wir zufällig noch einen Wurm? Zahnbürste. Egal. Hier, Cletus. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich... Ein Fachmann braucht ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein, ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie da runterbekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon. Ja, so, jetzt haben wir Mission Impossible. Anleitung. Und noch ein Minigame. Zum Glück ist Rufus ein Profi in vielen von Seiten. So dürfte es ein leichtes sein, seinen Hals, dass ich von keinen Klon sicher vor Argus Schreibtisch zu sitzen. Dazu muss lediglich der Hebel in der untersten Position gebracht werden. Oha, aha, verstehe. Die einzige Hürde stellt hierbei die beiden angeschraubten Winkel dar, aber das Auto. Die sich zwar mitdrehen lassen, aber nur solange sie nicht blockiert sind. Ein bisschen leiser stellen. Mich? So. Okay. Dann wollen wir mal. Fokusposition. Der Bandwurm. Voll da. Könnte das Sache überspringen oder das will ich nicht. Noch da. Ja.
Das wollte ich jetzt nicht, ich glaube, das ist ein Kaktus. Glaubst du, das tut auch weh, oder? Ja, das bringt mir nicht viel. Das ist schneller. Ja. Mission impossible. Und nicht hier irgendwie, keine Ahnung. Das ist das Ziel, da muss ich hin. Blockiert. Ja. Ja, wenn er sich dreht, dann fuck ich mit dir, dann muss ich selbst gleich das Sensor. Das muss ich nicht nehmen. Ja, das ist die Stadt hier bei den beiden. Das ist zwar drehen. Wenn ich mal fragen darf. Oha. Hä? Wie lassen sie sich drehen? Angeschraubt. So mit drehen lassen. Dann muss ich irgendwie blockiert sein. Zum Teufel sollen die sich denn mitdrehen? Okay, wie jetzt weiß ich jetzt. Entschuldigung. Was? Nein, das. Wie hätte ich das gemacht? Nee. Wie hab ich das gemacht? Nee, ich hab's doch gerade eben. Wie hab ich das gemacht? Aha.
Gefühl sagt mir, ich bin einen Schritt ganz, ganz nah, aber irgendwie ist mein Verstand irgendwie nicht dazu geeignet, solche Sachen zu machen. Das ist wie so lustig ist, was ich hier am Ansehen muss. Aus irgendeinem. Sie lassen sich drehen. Ich dachte, wie nach dahin. Nur wenn sie blockiert. Blockiert sein. Ist ja ganz gut. Ich kann doch funktionieren.
funktioniert. Also reg dich nicht so auf. Du klingst ja schon fast wie Cletus. Ich bin Cletus. Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe aufwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du. Dementer. Selten. Dämlicher. Ach. Das lohnt sich nicht, auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochmut betreten. Au revoir, Monon. Boah, hat er für eine fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Selber schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Ja, also, die sind schon weg, mein lieber Freund. Ja, also, ich hab's doch noch geschafft. Mensch, bin ich so stolz auf mich. Tja, dann lass es mal. Na toll. So, Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Ja, also... ja, unser Freund Janosch und Cowboy Dodo und seine drei heißen Chicks sind... Chicks? Auf Chicks... Oh, ich komme immer mal Chickwitz. Ja, sind gefangen. Ja, scheiße. Titus, sag schon Titus. Rufus, penn ich ein. Fünf Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Ottenbott? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich! Ja, Herr Amtmann. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Skyline. Wow. Nein. Dann sehen die mich doch. Zack. Skyline. Übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Mal leise sein, denn das war ein an der Stelle über die Schnauze. Mann, das war ein ganz schlechter Flug. Nehmen Sie also an, Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Leeboy! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an. Los, Männer, in Gefechtsstellung.